Mein Name ist Martin Beck. Ich habe im Moment zwei Ausstellungen im MUMOK in Wien. Eine davon ist eine Ausstellung mit meinen eigenen Kunstwerken mit dem Titel Rumors and Murmurs. Und eine zweite Ausstellung habe ich aus Kunstwerken aus der Sammlung des MUMOK zusammengestellt. Diese Ausstellung hat den Titel Watching Sugar Dissolve in a Glass of Water. In meiner Arbeit habe ich mich über viele Jahre mit modularen Ausstellungssystemen der 1940er bis 1960er Jahre beschäftigt, weil in dieser Zeit die Ausstellung über diese Mobilmachung, die möglich geworden ist über Ausstellungssysteme, die Ausstellung zu einem Massenmedium geworden ist. Die Ausstellung das primäre Kommunikationsmittel. Also wie bewegen sich zum Beispiel nicht nur Ausstellungsbesucherinnen, sondern wie bewegen sich Konsumentinnen in einem Kaufhaus zum Beispiel? Last Night hat eine sehr lange Geschichte. Seit Jahrzehnten sammle ich Musik von Schallplatten über CDs, über digital, wieder zurück zu Schallplatten. Und habe, wie ich in den Jahren, nachdem ich nach New York gezogen bin, immer wieder von sogenannten Loft Classics gehört. Auf Informationen zu einer kompletten Loftparty gestoßen. Daraus ist dann so der erste Teil des Last Night Projekts entstanden. Watching Sugar Dissolve in a Glass of Water ist entstanden auf der Basis einer Einladung aus der Sammlung heraus, eine Ausstellung zusammenzustellen. Über das Sehen, über das genaue Hinschauen und das nicht genau Wissen, wie hängen die Sachen zusammen, aus solchen Zusammenstellungen heraus, ist das entstanden, was ich dann als Szenen bezeichnet habe. Nicht nur, dass Dinge miteinander harmonisieren, sondern auch, dass Kunstwerke wirklich in Konfliktsituationen miteinander eintreten.